Heute machen wir uns auf den Weg zur Halbinsel Valdez, die seit 1991 zum Weltkulturerbe gehört. Und das Besondere ist, dass sie direkt zwischen zwei Golfströmen liegt. Bedeutet, sie ist eine der Brutstätten für Magellanenpinguine. Ja, die Magellanenpinguine, die kommen jedes Jahr einmal nur hierher zum Brüten direkt. Und ja, sie werden etwa 45 cm hoch, sind super niedlich und ja, natürlich ganz toll, wie tollpatschig sie entlangwatscheln. Ja, jetzt sind wir angekommen in Punta Norte und von hier hat man einen tollen Blick auf Seeelefanten und Seelöwen, denn auch diese kommen hier jährlich her, um zu brüten. Wunderschöner Tag heute, prima, Pinguine gesehen. Und da liegen die dicken, kleinen Babys.